Stammzellen, das sind die Bausteine unseres Organismus. Aus diesen Zellen kann alles gebildet werden, von der Herzmuskulatur über das Auge bis zum Haar. Und es ist auch sozusagen wie unser Ersatzteillager, wo der Körper abrufen kann, wenn er was Neues braucht. Die Stammzellen, die befinden sich im Blut vom Kind. Und jetzt gibt es das Blut, das im Kind drin ist, und dann aber das Blut, das von der Nabelschnur zur Plazenta geht. Sobald das Kind geboren ist und die Nabelschnur abgeklemmt wird, hat es noch einen beträchtlichen Anteil Blut in der Nabelschnur und in der Plazenta, also im Mutterkuchen drin. Und aus diesem Blut werden die Stammzellen entnommen. Stammzellen können benötigt werden bei Leukämien, zum Beispiel ist bekannt, bei Diabetes mellitus, Zuckerkrankheit, bei Verletzungen des Gehirns oder auch des Auges. Weitere Anwendungsgebiete werden kommen. Das wird jetzt in den nächsten Jahren eine nach der anderen kommen. Gibt es Gefahren bei der Entnahme? Ganz sicher nicht, weil die Plazenta und die Nabelschnur würde sonst einfach vernichtet, verbrannt. Und so nutzt man eigentlich etwas, das sonst weggeschmissen würde. Es sind zwei verschiedene Möglichkeiten. Was man mit den Stammzellen machen kann. Man kann sie in einer Stammzellenbank zur Verfügung stellen. Das ist ähnlich wie eine Blutbank. Oder man kann die eigenen Stammzellen für sich tiefgefrieren lassen und reservieren lassen. Die Stammzellen haben wir einlagern lassen, weil Stammzellen für uns eine Art natürliches Medikament ist, welches die Urformel jedes Menschen in sich trägt und für den Fall der Fälle in der Zukunft vielleicht einmal verwendet werden kann. Die Blutabnahme hat den Geburtsablauf überhaupt nicht behindert. Im Gegenteil, wir haben nichts davon mitbekommen. Das Kind konnte kurz nach der Geburt meiner Frau auf die Brust gelegt werden und wir waren sehr froh darüber, dass alles so komplikationslos vorüberging. Das Prozedere ist sehr einfach. Man erhält vor der Geburt ein Päckchen, das muss man dann mitnehmen und der Hebamme abgeben, und das war schon alles. Für uns war es wichtig, dass es sich um eine Schweizer Firma handelt und auch, dass die Stammzellen separiert werden und nicht nur das Blut eingefroren wird. Also die Frage, ist es ethisch unbedenklich? Aus meiner Sicht, ethisch ist immer eine persönliche Ansichtssache, aber aus meiner Sicht ganz klar unbedenklich, weil es sind eigene Zellen, die da tiefgefroren werden. Also an diesen Zellen wird nichts manipuliert, nichts gemacht, und die werden nur für die Person gebraucht, die es eigentlich auch zugute hat, von der sie kommen. Also es findet hier weder Genmanipulation noch irgendwelche Versuche statt mit diesen Zellen.